Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch aus meiner Sicht ist der Flüchtlingsgipfel positiv zu werten, die Ergebnisse, die am Ende hier stehen. Wir haben für die Kommunen erstmals den Einstieg geschafft in eine tatsächliche, dauerhafte, strukturelle Entlastung durch den Bund. Wir haben Integration angeboten von Anfang an. Wir haben Integrationsmöglichkeiten auch schon für Menschen im Asylverfahren geschaffen. Die Jobcenter sollen aufgestockt werden und das sehr erfolgreiche Programm Early Intervention, also von Anfang an zu schauen, wie man die Menschen hier integrieren kann, soll ausgebaut werden. Und der dritte Punkt, den ich auch noch mal für meine Fraktion hier ausdrücklich hervorheben will, ist die Schaffung eines Einwanderungskorridors jenseits vom Asylsystem von den Westbalkanländern, damit wir für die Menschen auch wirklich ein Angebot haben, hier legale Wege ins Land zu bekommen. Ja, für uns Grüne waren da auch Zugeständnisse dabei, das ist völlig klar. Einige Restriktionen, sichere Herkunftsländer, Symbolpolitik, auf die hier die CDU bestanden hat, das ist für uns alles nicht leicht. Aber wir werden im Bundesrat hier in unserer Verantwortung auch als regierungstragende Fraktion, als mit in dieser Regierung, werden wir uns hier der Verantwortung stellen, wirksame Hilfen für die Menschen und für die Kommunen, dass die endlich ankommen. Und da werden wir dieser Verantwortung auch im Bundesrat gerecht werden. Im Wesentlichen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wurde hier durch Hannelore Kraft hart, liebe Hannelore Kraft, hart in der Sache, aber für die Kommunen verhandelt. Und das, was rausgekommen ist, ist in erster Linie eine Entlastung von den Kommunen. Und Herr Cooper, Sie sitzen da gerade so schön als kommunalpolitischer Sprecher, dieser Einsatz für die Kommunen, da fühlten wir uns nicht gerade durch Ihre Fraktion getragen, die bei dieser Entlastung immer nur auf die Landesregierung gezeigt hat und nie Richtung Bund. Das hätte etwas stärker kommen können. Das hätte uns die Sache zumindest erleichtert. Nicht wegen Ihrer Unterstützung, sondern trotz der CDU haben wir hier aber wichtige Sachen für die Kommunen erreichen können. Und ich will sagen, dass derzeit, ich bin ja auch viel im Land unterwegs, spreche mit vielen, die gerade mit der Flüchtlingsarbeit tätig sind. Und ich erlebe Menschen, nicht nur bei den Ehrenamtlern, auch bei den Hauptamtlern, alle leisten hier über das normale Maß weit hinaus. Bei den Bezirksregierungen, im Innenministerium, beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb, auch da ist eine ganze Menge, was getan wird. In vorbildlicher Art und Weise wird hier sich richtig da in die Sache reingehängt. Bei den Hilfsorganisationen, bei den Betreibern, in den Kommunen, bei den Schulen, bei vielen Lehrerinnen und Lehrern und bei den Ehrenamtlern. Und Herr Stamp, ich finde das ein Schlag ins Gesicht hier für die Mitarbeiter in der Bezirksregierung Arnsberg, wie Sie hier mit billigem Bashing Richtung Bezirksregierung hier versuchen, politisches Kapital zu schlagen. Sie wissen vielleicht, was dort gerade los ist, und das hier als BAMF von Nordrhein-Westfalen zu bezeichnen, finde ich richtig schäbig. Denn schaut man sich denn mal an, was ist denn geleistet worden hier in Nordrhein-Westfalen bei dem Ausbau der Plätze? Ende 2012 hatten wir noch 2000 Landesaufnahmeplätze. Wir sind jetzt Ende 2015, sind wir bei weit über 50, weit über 57 werden ja jeden Tag mehr, 57.000 Plätze. Das haben diese von Ihnen geschmähten Mitarbeiter alles geschaffen. Deswegen hier den Vergleich mit dem BAMF, finde ich nicht in Ordnung. Bei den Landesmitteln analog haben wir 2012 noch 100 Millionen Euro aufgewandt für Flüchtlingsunterbringung vom Land im Einzelplan 03. Sind es jetzt über 1,7 Milliarden Euro. Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier wird nicht von Seiten des Landes gekleckert, hier wird geklotzt, hier ist ein unheimliches Engagement, auch in der Sache, bei jedem Mitarbeiter und bei jeder Mitarbeiterin. Und dafür gilt auch unsere Wertschätzung heute mal jenseits von parteipolitischem Gezänk. Trotz alledem, ich sage das hier auch ganz klar für meine Fraktion, trotz alledem wird dieser kontinuierliche hohe Anstieg in der Geschwindigkeit, in der er erfolgt, wo sich Zahlen von einer Woche zur nächsten verdoppeln, das schafft gerade niemand in Deutschland, niemand. Und da können Sie auch nicht sagen, dass das andere Bundesländer gerade besser können. Niemand schafft das, die Infrastruktur in den Ländern und in den Kommunen so schnell mit aufzubauen, sowohl was Integrationsinfrastruktur wie Aufnahmeinfrastruktur angeht, um absehbar, dieses schöne Wort, vor die Lage zu kommen.
Diese Situation werden wir, wenn das in dieser Geschwindigkeit weitergeht, so schnell nicht haben. Ja, wir haben einen Krisenmodus, das muss man so sagen, wir haben ein Krisenmanagement. Und wenn wir diese Anstiege weiter haben, werden wir da so schnell nicht rauskommen. Doch was folgt denn auf einer realistischen Bewertung, die immer alle einfordern, von der Politik? Ihre Redezeit, Frau Kollegin. Da fordern wir doch alle zu Recht Lösungen. Und was kommt? Was kommt vom Bund? Vom Bund kommt derzeit, wir haben das Gesetz noch nicht verabschiedet im Bundesrat, noch nicht verabschiedet im Bundestag. Und es kommt als erstes neue Abschreckungs- und Schikanepolitik, Grenzverfahren, Zurückweisung und das Festhalten an einem alten System, das nennt sich Dublin III. Herr Herrmann, heute Morgen im Morgenmagazin, wir konnten es vernehmen, unser Ziel ist es, europäisches Recht Geltung zu verschaffen, und das europäische Recht heißt Dublin III. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses System ist gescheitert. Das Festhalten an gescheiterten Strukturen bringt uns doch nicht weiter, sondern der Blick nach vorne, wie wir hier in Europa ein funktionierendes neues System etablieren. Und das kann nicht sein, dass der Asylsuchende da, wo er in das Land, in die Europäische Union einreist, dann da auch bleiben muss. Da hat sich Deutschland lange genug einen schlanken Fuß mitgemacht. Das wird nicht weiter zulasten der Länder an der europäischen Grenze weiter so gehen. Und mit der gleichen Frau Kollegin, ich bitte Sie sehr, sehr herzlich, jetzt zum Ende würde zu kommen. Ich hatte hier keine Redezeit angezeigt, ich habe es Ihnen zweimal gesagt, Sie haben sehr deutlich überzogen. Bitte ich uns alle, hier realistisch zu bleiben, aber auch tatsächliche Lösungen nach vorne zu entwickeln, nicht neue Symbolpolitik und Scheinlösungen, die niemandem weiterhelfen. Dankeschön.